bin hier in einem Rechenzentrum von Infomaniac in Genf, das nicht nur Daten speichert, sondern gleichzeitig auch für 6000 Haushalte in Genf Wärmeenergie oder 20.000 warme Duschen pro Tag erzeugt. Die Energie wird also doppelt genutzt. Wisst ihr noch, als es hieß, wir sollen weniger Bilder im Internet teilen, um Energie zu sparen? Genau diese Online-Aktivität ist für Menschen in Genf die nächste warme Dusche. Und deshalb bin ich hier im Serverzentrum der Zukunft, wo Server eine ganze Stadt beheizen. Und damit herzlich willkommen im Cyberspace, diesmal so richtig. Ich bin hier im Rechenzentrum von Infomaniac. Ich nehme euch heute mit auf eine kleine Tour durch diese 12 Millionen Euro Anlage und zeige euch, wie solche Technologien vielleicht auch bald bei uns Alltag werden könnten. Denn wir hören immer häufiger, Streaming ist schlecht für die Umwelt, KI hat einen riesigen Stromverbrauch, einen riesigen Rattenschwanz dadurch und sollte eigentlich am besten gar nicht benutzt werden, wenn man keine Umweltsau sein möchte. Und genau diese Mythen wollen wir heute debunken und zeigen, wie man mit KI sogar noch ganze Städte beheizen kann. Übrigens, wenn ihr mehr wissen wollt, wie genau eure Rechner mit der Cloud verbunden sind, ich bin hier mit Kevin Gromick, der dieses Thema auf seinem Kanal behandelt. Es stimmt, dass Rechenzentren der Ort sind, wo alle unsere Daten verarbeitet werden. Wenn ich ein Video auf YouTube poste, dann wird das auf Googles Server geladen. Dort wird es konvertiert, damit ihr es anschließend herunterladen und bei euch schauen könnt, egal auf welchem Gerät. Durch YouTube, Netflix, TikTok, aber vor allem natürlich auch sowas wie Cloud Gaming, Kryptowährung und künstliche Intelligenz ist der Bedarf an Serverleistung enorm gestiegen. Ein paar Bilder hoch und wieder runterladen ist eine Sache, aber bei Cloud Gaming zum Beispiel berechnet ihr das gesamte Spiel nicht auf eurem PC, sondern auf Servern wie diesen hier. Und künstliche Intelligenz hat dafür gesorgt, dass wir nicht nur bestehende Server gut auslasten, es wurden neue Serverfarmen gebaut. Mit Rechenleistungen, die wir uns bislang nicht mal vorstellen konnten. Das liegt ganz einfach daran, dass eine einzige Anfrage an ChatGPT etwa 2,9 Wattstunden an Strom verbraucht. Einmal googeln, also das, was alte Menschen noch machen, war bei 0,3 Wattstunden pro Anfrage. Wenn man bedenkt, dass mittlerweile fast so viele Menschen ChatGPT nutzen wie Chrome, dürfte klar sein, wo die Reise eigentlich hingeht. Und allein das kostet uns vermutlich 10 Terawattstunden im Jahr, wenn ihr bei ChatGPT nicht nochmal nachfragt. Der Electricity 2024 Bericht kommt deshalb zum Schluss, dass die 460 Terawattstunden, die durch Rechenzentren im Jahr 2022 verbraucht wurden, nicht mal annähernd in Zukunft ausreichen. Im Jahr 2022 sind Rechenzentren, wie auch dieses hier, für volle 2% des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Bis 2026, schätzt der Bericht, soll sich das aber mindestens nochmal verdoppeln. Einfach innerhalb von 4 Jahren Energieverbrauch nur durch Server doppelt so viel. In Irland beispielsweise sind Rechenzentren dann für ein Drittel des gesamten Stromverbrauchs des gesamten Landes verantwortlich. Dabei wird aber nur 40% des Energieverbrauchs eines Servers für die Server selbst verbraucht. 20% geht für das IT-Equipment drumherum drauf und weitere 40% sind nur für die Kühlung da. Weswegen übrigens Microsoft auf die unfassbar verschwenderische Idee kam, lass das Ding doch einfach mal unter Wasser bauen, da ist Kühlung leichter. Also, direkt gesagt, alles, was wir in der Cloud tun, wird auf solchen Servern hier ausgeführt. Ein Server ist aber im Grunde auch nur ein Computer bei jemand anderem zu Hause und der produziert eben Wärme. Und wenn man dann natürlich von steigenden Heizkosten hört, denkt sich der schlaue Informatiker, ja, Moment mal. Hold up, wait a minute, something ain't right. Zu Hause heizt sich doch mein Arbeitszimmer auch nie. Auch bei minus 8 Grad wie diesen Winter reicht mein Computer aus, um das gesamte Zimmer easy zu beheizen, wenn ich zum Beispiel Untertitel für YouTube errechne. Wäre doch toll, wenn man mit ein paar mehr Rechnern... Wie hier zum Beispiel gleich die ganze Wohnung oder am besten noch mehr beheizen könnte. Denn statt Geld für Kühlung auszugeben, kann ich ja Geld für Heizung sparen. Aber wie genau bekomme ich eigentlich die Wärme aus dem Rechenzentrum in 6000 Haushalte in Genf verteilt? Zunächst einmal haben wir hier das, was jeder eigentlich ganz gerne an seinem eigenen PC hätte. Wenn das System fertig ist, kann ich hier nicht mal mehr stehen. Hier kommt so schnell neue Luft rein und fließt da unten zu den Servern durch, dass es mich hier weghauen würde. Also buchstäblich. Aktuell ist das System aber von Außentemperatur auf dem Emergency-System. Das heißt, hier kommt ganz normale Luft von außen rein
kühlt die Server und ist dann wieder weg. Der Luftfluss hier ist so optimiert, dass man hier wirklich alles aerodynamisch gestaltet hat. Das ist ein Wärmetauscher. Hier wird die Wärme der Abluft der Server auf Wasser übertragen. Es wird also quasi eine Wasserkühlung aus der Luftkühlung gemacht. Von hier kommt jetzt also das kalte Wasser rein. Das ist 28 Grad warm, geht hier rein. Und erinnert ihr euch noch vorhin an die warme Luft von den Servern, die ja aufgeheizt wurde? Die kommt hier oben rein und wird hier eingezogen. So, und diese warme Luft heizt jetzt das 28 Grad warme Wasser auf, sodass es wieder 45 Grad warm ist. Und das warme Wasser geht rüber, wo wir gleich hingehen, und die jetzt kalte Luft darf jetzt wieder Server kühlen gehen. Die Luft bleibt immer dieselbe. Das warme Wasser, das aus dem Wärmetauscher kommt, wird in dem nächsten Schritt des Kreislaufs geleitet, und zwar die Wärmepumpen. Hier findet jetzt der zweite Prozess statt, und zwar das 45 Grad warme Wasser, das von drüben von der Luft aufgewärmt wurde, landet jetzt hier. Aber es ist noch nicht heiß genug. Für das Fernwärmenetz muss es 65 oder sogar 82 Grad im Winter haben, um alle Wohnungen zu beheizen oder um das warme Wasser herstellen zu können. Und deswegen muss das Wasser heißer werden. So, und deswegen sind da drin haufenweise Wärmepumpen. Diese Wärmepumpen kühlen auf der einen Seite das 45 Grad warme Wasser auf 28 Grad wieder ab, was dann wieder rübergeht und die Luft wieder abkühlt. Auf der anderen Seite heizt es aber einen anderen Wasserkreislauf auf 65 bzw. sogar 82 Grad. Das funktioniert mit einem Gas. Wenn das Gas sich ausdehnt, dann nimmt es Energie auf. Das kennt ihr vielleicht von der Luftpumpe von eurem Fahrrad, wenn ihr es aufpumpt. Und wenn es Energie aufnimmt, heißt das, irgendwo anders muss die Energie herkommen. Und die kommt von dem 45 Grad warmen Wasser, was dann kälter wird. Auf der anderen Seite, wenn das Gas sich wieder komprimiert, zum Beispiel durch Druck, wenn man von extern Druck einfügt, dann wird das Ganze wieder Energie freigeben. Und das wärmt das Wasser auf. Und damit haben wir jetzt 65 Grad warmes Wasser. Damit könnt ihr jetzt duschen und heizen. Das heißere Wasser muss jetzt aber nur noch übertragen werden und dazu wird es einfach in das Fernwärmenetz von Genf eingespeist. Das Wasser vom Fernwärmenetz ist nicht direkt verbunden mit dem Wasser aus dem Datenzentrum. Deswegen kommt hier das 65 Grad warme Wasser aus dem Datenzentrum von den Wärmepumpen rein und heizt das kältere Wasser aus den Fernwärmenetzen auf 65 Grad. Dadurch kühlt das Wasser vom Datenzentrum wieder ab, man kann es wieder zum Kühlen benutzen von Servern und auf der anderen Seite haben wir ein Fernwärmenetz, was jetzt plötzlich warm genug ist, um warm zu duschen oder eure Wohnung zu heizen. Dieses Netz besteht aus einem System von Rohren, das die Wärme direkt zu den Haushalten und Gebäuden der Stadt transportiert. Und dort wird es dann für Heizung oder Warmwasser benutzt. Das ist Lea. Sie wird bald in diesem Häuserblock über dem Rechenzentrum von Infomaniac wohnen. So you are going to move here. We're in Geneva. And why are you moving here? Or what's special about these buildings? I really wanted to be part of this project because it's really another mindset to live in a building with a lot of apartments. But when you know your neighborhood and your neighbor and not just live and doing your own stuff and living by yourself, but to share a lot of things, share the spaces, share outside and gardening and stuff like that. It will be a really great project. How many apartments are going to be in this area? Just this cooperative, it's three buildings for around 100 apartments. Wow, okay. So that's how many people, roughly? Oh, like, it should be something like 200-300 people. For all the heating network, they are all connected and there is a parking space also. Okay. Yes. What are you using from the heating network? Oh, for basically everything we will need to heat, apartments are just heating all day long, so mostly in winter. But also for hot water, it will be both things. Das Besondere, das euch vielleicht aufgefallen ist, in dem gesamten Serverzentrum wird auf Klimaanlagen verzichtet. Stattdessen kühlt Infomaniac die Server einfach mit gefilterter Außenluft, auch wenn es draußen 40 Grad Celsius hat. Es ist ja einfach ein geschlossener Kreislauf. Und das spart nicht nur Energie, sondern schont auch die Hardware, sodass die Server selbst, also die PCs im Endeffekt, länger laufen können. Für euch als Nutzer bedeutet das, eure Cloud ist erreichbar und zwar länger und zuverlässiger.
was wirklich sehr, sehr schwer zu erreichen ist. Dadurch ist aber tatsächlich bei Infomaniac der Effizienzwert PUE bei unter 1,1. Der PUE, oder ausgeschrieben Power Usage Effectiveness, gibt an, wie viel ein Rechenzentrum anteilig für Kühlung verbraucht. Wir hatten ja vorhin gehört, im Schnitt 40%. Bei einem Wert von 1 wird aber die gesamte Energie nur für die Server verwendet, die, wie wir ja gelernt haben, sogar doppelt genutzt werden kann und auch als Heizenergie verwendet wird. Diese gesamte Kühlapparatur hier ist also fast for free und in sich geschlossen. Üblich sind hier übrigens nicht Werte von 1,1 wie in diesem Rechenzentrum, sondern eher 1,9 ist der europäische Durchschnitt. Meine Frage war da aber, rechnet sich das für die Firma? Dieses Zentrum hier ist wirklich Hightech und war sauteuer. Es hat rund 12 Millionen Euro gekostet, wovon allein die Hälfte in die Wärmerückgewinnung gesteckt wurde. Das sind verdammt hohe Kosten. Aber Infomaniac sagt, die lohnen sich langfristig, denn dadurch werden nicht nur die Heiz- und Warmwasserkosten in Genf gesenkt, sondern eben auch die Betriebskosten des Rechenzentrums. Das Beste daran ist, das Modell ist jetzt also erprobt und könnte auch durchaus in weiteren Städten so umgesetzt werden. Und das bedeutet dann weniger Heiz- und Warmwasserkosten für uns Endverbraucher. Die einzige Voraussetzung für das ganze System, damit es funktioniert, ist eigentlich nur ein Fernwärmenetz, um die Wärme der Server auch nutzen zu können. Infomaniac zeigt hier, wie ein Rechenzentrum der Zukunft aussehen könnte. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Diese Technologie könnte wirklich der nächste Standard werden. Nachhaltige Rechenzentren, die nicht nur unsere Daten verarbeiten, sondern die Städte um sie herum heizen und so gleich doppelt weniger Ressourcen verbrauchen. Wenn das Schule macht, ist es also nicht nur völlig okay, KI zu trainieren und Strom zu verbrauchen, es macht sogar absolut Sinn, wenn ihr günstig warm duschen wollt. Das hier ist der perfekte Beweis dafür, dass man Technik und Umweltschutz zusammenbringen kann oder sogar muss. Und deswegen sage ich, mehr Bilder vom Essen teilen, nicht weniger, wenn ihr so ein Rechenzentrum habt. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.